Am Morgen sind Helfer unterwegs mit schwerem Gerät. Ihre Arbeit wirkt fast aussichtslos, denn die Zerstörung ist überwältigend. Dazu die bange Frage, gibt es noch Überlebende? Je mehr Zeit vergeht, desto geringer ist die Hoffnung. Gestern schon waren internationale Teams im Einsatz. Experten der Vereinten Nationen schätzen die Schäden, die wohl in die Milliarden gehen. Wir wollen der libanesischen Regierung nach unseren Untersuchungen eine Reihe von Maßnahmen vorschlagen, was an Material gebraucht wird beim Wiederaufbau des Hafens. Wer aber ist verantwortlich für die Explosion? 16 Hafenmitarbeiter wurden festgenommen, mehrere Verantwortliche stehen unter Hausarrest. In der Nacht Proteste. Viele Libanesen misstrauen dem Staat ohnehin. An lückenlose Aufklärung glauben sie nicht. Das Ammoniumnitrat kam wohl 2013 nach Beirut auf einem Frachtschiff. Es wurde im Hafen festgesetzt. Der russische Kapitän erinnert sich. Die Behörden haben gewusst, dass es gefährliche Fracht ist. Man hätte den Besitzer bezahlen müssen, um sie wegzuschaffen. Stattdessen hat man das Schiff festgesetzt. Und die Ladung wohl unsachgemäß gelagert. Der Libanon steht nun vor einem gigantischen Wiederaufbau.